und herzlich willkommen bei Chrissy's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In meinem heutigen Video zeige ich euch nun die leckere Füllung von unserem Number Cake bzw. eine sehr, sehr leckere und einfache Variante. Bevor ich euch nun die Zutaten für die Füllung zeige, schon mal vorab, ihr könnt natürlich als Füllung jegliche Art von Tortenfüllung machen, die euch am leckersten schmecken. Die einen mögen mehr Sahne, Quark, die einen mögen nur Sahne, die einen mögen, was gibt's noch? Buttercreme. Buttercreme geht natürlich auch. Ich habe mich jetzt heute in dem Video für eine Sahne-Frischkäse-Creme entschieden. Da ist aber der Anteil, für die, die jetzt bei Frischkäse vielleicht ein bisschen fraglich sind, der Frischkäseanteil ist etwas geringer als der Sahneanteil und so schmeckt das schön cremig zart. Also ich finde die super lecker. Die Zutaten habe ich persönlich auch immer zu Hause. Das heißt, die kann man, beziehungsweise auch für den Biskuit, sowas kann man immer spontan sogar backen. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für unsere leckere Frischkäsecreme benötigen wir einmal 600 Gramm Schlagsahne, außerdem noch 80 Gramm Puderzucker, in etwa 10 bis 11 Teelöffel Zanapat. Jetzt habe ich mich hier für die Erdbeervariante entschieden. Ihr könnt aber auch als Base das normale Zanapat verwenden. 300 Gramm Frischkäse und Vanille. Das Schöne an dem Rezept ist, jetzt kommen einfach nur alle Zutaten rein, außer das Zanapat. Und dann schlagen wir die Creme schön steif. Ich fange immer auf geringer Stufe an und steigere mich dann langsam hoch, denn sonst spritzt hier alles voll. Und wenn das so ein bisschen, oder wenn ihr von oben seht, dass die Creme schön vermischt ist, gehe ich nochmal etwas runter auf Stufe 1 bis 2 bei der KitchenAid, gebe dann löffelchenweise das Sahnepart dazu und dann schlagen wir die Creme steif, immer unter Sichtkontakt, damit ihr den Moment nicht verpasst. Wenn es zu lange schlägt, entsteht nämlich Butter. Und ich würde sagen, wir starten. Ich habe mir im Übrigen schon mal im Vorfeld eine Spritztülle vorbereitet. Da verwende ich jetzt einfach hierfür die Sterntülle. Und die schneidet man sich hier einfach zurecht, schneidet vorne die Spitze ab, macht die unten rein, klappt die einmal um, tut die hier unten rein. Geht mit der Hand nochmal nach und dann können wir nämlich die Creme einmal hier reinfüllen. Wenn ihr euch jetzt für eine Creme entscheidet mit zum Beispiel Stracciatella drin, wo man ein Stückchen drin hat, dann empfehle ich euch die runde Form einfach, also auf jeden Fall keine Sternhülle und nichts mit Zacken, denn dann bleiben nämlich vorne die Stracciatella-Stückchen kleben, also hängen und ballen sich fest und dann kommt keine Creme mehr raus und man kann nicht mehr schön aufspritzen, weil dann nur so ganz dünne Fäden rauskommen. Also falls ihr euch noch für eine Stracciatella-Variante entscheidet, einfach den runden benutzen und ansonsten könnt ihr euch dann frei austoben bei den Tüllen. So ihr Lieben, die Creme, die haben wir jetzt schon mal hier reingefüllt, die lasse ich auch mal kurz hier stehen. Ungefähr die Hälfte der Creme, das ist auch so ganz gut, dann kann man sich das grob einteilen, wenn man ja für die erste Schicht was braucht und dann auch noch für die zweite. Und ich schneide jetzt als erstes den Teig einmal vorsichtig durch. Da nehme ich einfach hier unser Messer von Pampered Chef und schneide jetzt einfach los. Was ich immer sehr, sehr lecker finde, ist, wenn man nochmal über den Tortenboden eine Art Marmelade, Gelee oder zum Beispiel auch Nuss-Nougat-Aufstrich bei Schokosachen drüber streicht. Das intensiviert natürlich nochmal den Geschmack. Und ich tue das Ganze jetzt mit Erdbeermarmelade und werde da auf beiden Teigböden einmal kurz die Marmelade verteilen.
Ihr seht, ich habe die Creme gerade ganz einfach hier aufgetupft. Und jetzt werde ich die ganz kurz in den Kühlschrank stellen. Ja, so für 10, 15 Minuten einfach nur, damit die Creme noch mal ein bisschen kühl wird. Und dann plumpst die nicht direkt zusammen. Gerade im Sommer, wenn man solche Number Cakes macht und oder das so auftupft und dann noch einen Teigboden oben drauf gibt, ist immer gut, man kühlt die kurz, gibt dann den Teigboden drauf, dann ist das nicht gleich ganz platsch. Danach setzen wir den zweiten Teigboden drauf und schichten das ganz genauso wie gerade eben auch. Erst die Marmelade und dann nochmal die Creme. Wir haben es geschafft. Ihr seht, die Creme ist jetzt hier komplett drauf getupft. Es ist ein kleines bisschen übrig geblieben, seht ihr? Also von hier bis da ungefähr. Das ist gar nicht tragisch. Die Creme schmeckt so oder so lecker. Die könnt ihr einfach in so kleine Dessertgläschen füllen, frisches Obst dazu geben und dann schmeckt es richtig, richtig lecker. Und wer mag auch noch Schokotrops? Ihr könntet die Creme natürlich auch wirklich noch mit Schokoraspel verfeinern. Dann hättet ihr so eine Erdbeer-Stracciatella-Creme. Und auch wenn das jetzt quasi keine frischen Erdbeeren drin sind, nur mit diesem Sun-Apart, muss ich euch sagen, die Creme schmeckt wirklich super lecker. Man kann alternativ natürlich noch es in jegliche andere Form verfeinern, die Creme. Also nicht mit Erdbeergeschmack, man kann die einfach mit Vanille lassen. Nur Stracciatella reinmachen, das schmeckt in Kombi mit Banane übrigens super lecker. Da filme ich euch auch noch was ganz, ganz Leckeres. Mit jeglichen anderen Aromen und Sirupen und man kann auch einfach Früchte, wie in der Buttercreme, einfach erhitzen, so lange aufköcheln lassen, pürieren, erhitzen, so lange aufköcheln lassen, bis das Wasser komplett verdunsten ist und dann mit unter die Creme mischen. Wichtig ist halt, dass das Fruchtpüree so wenig Wasser wie möglich hat, damit ihr das nicht, die Creme nicht aufweicht. Ja, dekorieren könnt ihr das Ganze natürlich so, wie ihr mögt. Ich werde das Ganze jetzt mit Raffaellos und noch so ein paar Süßigkeiten und ein paar Esspapierrosen und sowas verzieren. Man kann das im Sommer auch mit oder zur Beerenzeit mit frischen Beeren verzieren. Das ist natürlich auch super lecker. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, damit ihr euch nicht ärgert, dadurch, dass wir jetzt hier eine Sahnecreme haben, dürfen noch keine Zuckerstreusel drauf, es sei denn, ihr serviert sie sofort. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal kennt oder schon mal gehabt habt. Das ist super ärgerlich. Man dekoriert eine Torte, macht sie voll schön, macht den Deckel drauf, tut sie in den Kühlschrank, nimmt sie am nächsten Tag mit oder sie ist für den nächsten Tag. Und dann macht man den Deckel auf und sieht, dass die ganzen Farben verschmolzen sind in der Creme. Also am besten die Deko generell eigentlich direkt vom Verzehr oder an dem Tag, wenn man zu Besuch fährt und den Kuchen mitnimmt zum Beispiel, dass man es wirklich so spät wie möglich draufsetzt. Dann verweicht auch nichts und es vermischen sich keine Farben. Wer Buttercreme nutzt, braucht da keine Sorge zu haben, da passiert das nicht. Aber für alle Sahne-Quark-Cremes am besten erst kurz vor Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Rezepte werden hoffentlich auch ausprobiert. Ich freue mich natürlich gerne über eure Kommentare und freue mich auf unser nächstes Video. Bis dann. Tschüss.